Nach einer Analyse der CIA handelt es sich um einen Pseudoputsch, den Erdogan inszeniert hat, um einen potenziell echten Putsch zuvor. BND, CIA, alle westlichen Nachrichtendienste sehen nicht das geringste Indiz dafür. Warum apostrophiert dann Erdogan aber die Länder? Das ist der bequemste Weg, ist, um sie vollständig zu kriminalisieren und auszuschalten. Wenn man auf die Machtbasis ist zu stärken. Ja, und wenn Sie mal in die Nachrichtenlage der westlichen Dienste reinschauen, dann hat Herr Erdogan ja 2014 diesen wunderbaren Präsidentenpalast Atombomben sicher gebaut mit allen Schutzmaßnahmen gegen Abhören. Und Sie hören dann aus den westlichen Nachrichtendiensten, dass es trotzdem Abflüsse gegeben hat. Das heißt, die NSA und andere westliche Nachrichtendienste sind in der Lage, auch die geheimste Telekommunikation Erdogans zu knacken. Und die kommen dann zu dem Ergebnis, ein vorgetäuschter Pseudoputsch. Nach einer anderen